Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier in Red Dead Redemption 2. Wir haben in der letzten Folge unserer lieben Freundin Sadie Adler geholfen, ihre Rache an den O'Driscolls zu üben. Und jetzt stehen wir hier in den wunderbaren Weiten dieser Prärie. Und wir haben noch einige Aufgaben vor uns. Und ich schaue mal ganz kurz auf die Karte, was hier am nächsten dran ist. Denn ich habe heute leider nicht so viel Zeit zu zocken, nur ungefähr 45 Minuten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nur 2 Folgen schaffen, vielleicht 3. Mal schauen, wie schnell wir sind. Es ist alles so mega weit weg. Ich glaube, wir können Penelope Braithwaite erstmal helfen abzuhauen, wobei ich da schon wieder im Kopf habe, dass wir irgendwie entdeckt werden bei der Flucht und dann es wieder in eine wilde Schießerei mit danach folgender Verfolgungsjagdschießerei endet, wie immer eigentlich. Deshalb habe ich darauf eigentlich überhaupt keine Lust, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Wir müssen auf jeden Fall nach Rhodes und deshalb werden wir jetzt hier zur Postkutsche in Strawberry reiten und dann mal wieder die Postkutsche nehmen, denn die ist einfach schneller als unser liebes Pferd Horst. Wo steht denn Horst eigentlich? So weit weg von mir. Interessant. So, Boy. Los geht's. Wo reitet der denn jetzt lang hier? Hey, du sollst auf dem Weg bleiben. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt aber. Auf nach Strawberry. Strawberry finde ich übrigens eine richtig geile kleine Stadt. Da haben wir noch viel zu wenig Zeit verbracht. Ich hoffe, da wird noch irgendwie plotmäßig was laufen. Ich habe mir seit gestern mal wieder Gedanken drüber gemacht. Ey, es wäre einfach so unfassbar geil, weil ich gestern wieder ein paar Folgen Skyrim gespielt und aufgenommen habe. Es wäre einfach so unfassbar geil, wenn dieses Spiel hier auf dem PC erhältlich wäre und es einen offenen Mod-Manager geben würde, man dieses Spiel komplett modden könnte. Was könnte man aus diesem Spiel machen? Also, diese ganzen kleinen Kleinigkeiten, wie diese Zufallsevents erweitern mit von Leuten gemachten Events, mehr Immersion da reinbringen, eine First-Person-Kamera reinbringen und so weiter und so weiter. Genau das meine ich gerade hier mit diesen Zufallsevents. Man könnte einfach dieses Spiel oder auch dieses dämliche Zeugensystem bei irgendeinem Mord, das ist einfach so unfassbar dumm, dass man da nicht irgendwie den Leuten Geld in die Hand drücken kann, so Schweigegeld oder so. Das wäre einfach so cool. Und solche ganzen Kleinigkeiten könnte man alle machen, wenn man denn die Mod-Ressource zur Verfügung hätte auf dem PC. Ach, da ist so viel Potenzial verschenkt, das ist so schade. Man könnte neue Questen schreiben, man könnte so viel machen. Ich meine, guckt euch mein Skyrim an, was da alles verändert ist. Man könnte irgendwie eine Become a Bard Mod machen, dass man selber Gitarre spielen kann und halt selber irgendwie Lieder ins Spiel reinbauen kann. Dann würde ich richtig geile Western-Lieder schreiben, darauf hätte ich echt Bock. Aber leider gibt's das alles nicht. So, und da sind wir schon in Strawberry. Wunderschöne kleine Stadt. Viel zu wenig bisher in der Story dabei gewesen. Ja, Loco. Reg dich mal ab. Deine Mutter ist Loco. Oder auch hier, ne? Ich habe eine Mod auf Skyrim, dass diese Laternen am Wegesrand im Wind schaukeln. Würde hier zum Beispiel auch ziemlich geil kommen. Ich meine, guckt euch diese Kleinigkeiten an. Guckt euch die Spuren von dieser Kutsche im Schlamm an. Wie geil ist das? Wie die sich mit Wasser füllen, wenn es regnet und so. Also es ist ja schon so viel, so unglaublich gut bei diesem Spiel. Ach, man könnte es so perfekt machen mit Mods. Yes, ich möchte bitte gerne Postkutsche fahren.
Und zwar nach Rhodes, guter Mann. Was kostet das? So, Partner, can I get a ride? So, where are you headed? Nach Rhodes, bitte. Rhodes, please. Long trip. Yes. Why don't you catch some shut-eye? Why don't you catch some shut-eye? Gut, auf nach Rhodes. Auf zu Penelope Braithwaite. Wie der Deutsche so sagt. Hallihallo, ihr Lieben. Ihr dürft übrigens gerne im Chat was schreiben. Her. So, wunderbar. Back in Rhodes. Und jetzt markieren wir uns erstmal Penelope, damit wir den Weg auch noch finden, denn ich war ja ewig nicht mehr hier. Warum wohnt die Gute auch so elend weit weg? JWD mit ihrer Family da. Ist das nicht schon das Braithwaite-Anwesen hier rechts von uns? Ne. Ja, ich habe jetzt keine Lust, mich um irgendwelche Side-Questen zu kümmern. Sagte er und reitet zu einer Side-Quest. Wow, was war das denn? Was haben wir denn da gerade umgerannt? Ah, diese Allee, ey. Das ist einfach nur unfassbar geil. Guckt euch das mal an. Mega. Achso, ich sollte da außen rum reiten. Okay, dann einmal hepp. So, mich hat schon jemand gesehen, aber es ist nicht so unfassbar schlimm. Hey Penelope. Hab. So. Wo ist denn die Gute? Ich kann gerade leider nicht schneller laufen, sonst würde ich. Die hat mir einen Brief geschrieben, dass sie hier zu finden ist. Da sitzt sie. Oh, oh, you came. You came, you finally came. I came. Oh, thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All this? She wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They're animals. Not even animals, monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. So. Up. Auf. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay. Let's try and get you a train. Betten, wir haben Schießereien auf dem Weg. Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up. Or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully, and he's waited or
so his letters say, our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come. Sagt der Richtige. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Ja, und dann gibt's Schießerei auf dem Zug. Juhu. Warum ist dieses Spiel so vorhersehbar? Warum? Warum? Oh, süß. Bo, my sweet, my best of men. Oh, I'm hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Yep, that's the word in town. How can we ever repay your kindness? Well, some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. So, dann kaufen wir mal die Fahrkarten. Can I have 3 tickets to Saint Denis, please, sir? Of course. Ja, da passt ihr auf jeden Fall gut hin. Hello, I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Hey. Na, warum war mir das klar? Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. You want to come back here without giving you a whipping? We should have done this last time. Get on the train, Paul. Go to your woman. Four fists and maybe one brain between you. You're gonna get hurt, cowboy. Get him, Scott. So, durchs Fenster, komm. It was nothing. If that is his real name, it doesn't matter. He can fight. Ouch. Alter, was ist denn das? Der ist ganz schön stark. So. Hopp. Und mein Hut liegt wieder am Bahngleis. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave. So, what do you expect? Good manners? My uncle used to say, things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah, well, how to life. Und da reitet schon einer. Oh, my lord. Das war so klar. Ey, warum ist dieses Spiel so unfassbar vorhersehbar? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich würde mir echt wünschen, dass das Spiel mich manchmal so ein paar Mal mehr überrascht einfach. Es ist so dumm. So, zack. Du sollst dich nicht daneben stellen, du sollst dich dahinter stellen, Pimmelkopf. Ach, fuck.
ne? Wo jetzt? Ja, jetzt darf ich auch noch einen Zug fahren oder was? What will you do? I'll figure it out. Na gut. Dann nach vorne in den Zug. You okay? We're fine. Yeah, fine, I think. All right, I'm gonna go try and start this train, see if we can get out of here. Damn it, you did run. Remind me to rob your trains, mister. So. Yeehaw! Geil. Schick gemacht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht bis Saint-Denis fahren. Rick Station. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Yeah. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Auf jeden Fall. Thank you. Now, let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah?
This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Sehr gut. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. I'll count the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! So. Na, was hätte ich denn besser machen können? Rauchen und anderer Zeitvertreib. Phineas T. Ramsbottom ist ein begeisterter Sammler von Zigarettenbildern. Moment mal, hä? Das ist aber gerade nicht das. Naja, interessant.